Willkommen zu einer neuen Folge von Dead Space 3 mit mir, dem unbekannten F, und dem Hauptmoderator J-Mo natürlich. Wir sind hier Hallo. In den Minen von Moria und erkunden, was die Zwerge jetzt hier abbauen. Na, ich wollte ihm die Axt wegziehen, das wäre cool, wenn es geht, aber ich versuche mal freundlich daran zu gehen. Okay, nein, er ist nicht freundlich. Hinter dir! Danke. Ich lauf durch. Hinter uns. Ich klär hinter uns. Auf der anderen Seite. Sind das solche unsterblichen Viecher? Nee, sind's nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Muss nachladen. Hinter uns. Ich auch. Ich höre immer noch was. Ich glaube, es ist noch nicht vorbei. Okay, ich habe mir eine Waffe von denen geborgt. Vielleicht ist Ellie auch so sauer, weil sie weiß, dass wir im Anschluss die Leiche von Norton total geschändet haben. Das hat sie doch gar nicht gesehen. Komm. Da kann sie uns doch nicht sauer sein für. Ich finde es voll cool, dass du die Zwergenaxt da hast. Das war nur so eine logische Schlussfolgerung, was man eben damit macht. Ich meine, ganz ehrlich, wenn die schon sowas sagen wie, hier, lass ihn zurück. Er kommt sowieso wieder oder so. Ein Wellers-Kompaktrahmen, ist der jetzt besser? Weiß ich nicht, müssten wir herausfinden, wenn wir die Gelegenheit dazu haben. Von André Weller. Muss ich hier auch noch nachladen? Munition geht bei mir gerade noch so. Ich habe jetzt, glaube ich, 63 Schuss für eine Waffe noch. Oh, Munition ist bei mir nicht ganz so knapp wie bei dir, aber... auch nicht gerade viel. Altmetall. Ist hier hinten noch irgendwas? Nee. Okay, ich habe mir so einen Dorn besorgt. Ein Dorn. Den müssen wir einem Gegner in den Fuß schießen, damit er nicht mehr laufen kann. Aua, aua, aua. Zum großen Vieh. Wir können hier so kreuzigen damit. Brauchen noch ein Kreuz und dann können wir irgendwie an ein Kreuz nageln. Es ist ruhig. Und der Fortschritt wird gespeichert. Ruhig. Du ruhig? Was soll das denn heißen? Es ist ruhig, du ruhig. Ich hab zugesagt. Ach so. Aber du ruhig wäre auch lustig. Es ist ruhig, du ruhig. Du ruhig sein bist. Hey, ich habe hier einen Frachtkäfig gefunden, aber er hat sich im Felsen verkeilt. Ich versuche ihn loszulösen und nach unten zu schicken. Ellie, hörst du mich? Wir sehen ihn. Kommen Sie, Ellie. Ja, dann lösen wir mal los. Ich hab's gefunden. Ich weiß zwar nicht, was das bringt, das da hochzufahren. Der Käfig ist jetzt unterwegs. Ellie, kannst du ihn sehen? Ellie! Vorsicht, Sanchez! Hinter mich! Ellie! Adrian! Wir sind nicht bei Rocky. Ja, was machen wir denn jetzt? Können wir dir nicht helfen oder so? Scheinbar nicht. Wir müssen schnell irgendwas finden, um sie hochzuziehen. Okay, da wandert was an der Wand entlang. Ja, da kommt was auf uns zu. Na toll. So. Hinter uns! Lauf, 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 lauf!
Da hinten am Eingang läuft er noch Spalier. Mann, ey, das ist manchmal hier echt blöd, dass man hier nicht die Sachen von denen mitnehmen kann zum Schießen. Die verschwinden einfach viel zu schnell. Hast du ihn erwischt? Ja, den habe ich erwischt da hinten. Okay. Gibt nicht viele Gelegenheiten in diesem Spiel, das Snipergewehr wirklich gut zu benutzen, aber für die war es mal vernünftig. Ja, ich denke mal, macht das bei dir maximalen Schaden eigentlich? Ja. Oder? Bei mir macht die Schrotflinte maximalen Schaden. Bei mir macht die Schrotflinte, das Snipergewehr und der Raketenwerfer maximalen Schaden. Schon? Mhm. Ich habe auch nur Schadensdinger drin. Ach so. Wie viel Schuss hast du denn dann für die Schrotflinte? 8. Ich habe 8? Ich habe 7. Wie hast du dann bitte schön? Na, Schaden und Dings. Schaden und Clip. Habe ich jeden einzelnen Dings. Okay, ich habe da noch Feuerrate drin, weil es dauert manchmal zu lange mit dir zu schießen. Ja, das ist der Nachteil beim Kombi. Munitionshilfe. Wir brauchen langsam eine Werkbank, wenn es weiter so geht. Ja. Na, 2 Plätze habe ich noch frei und jede Menge Leben habe ich, aber wenig Munition. Überall diese Gletscherspalten. Ich habe wirklich wenig Munition langsam. Okay. Können wir weiter? Hallo? Das ist, ja, das ist komisch. Ich benutze Lebensenergie-Dinger und mein Lebensenergie füllt sich nicht auf. Vielleicht sieht deine Anzeige einfach so aus. Weiß ich nicht. Nee, dann könnte ich sie ja nicht benutzen. Naja. Oder du siehst es nicht, dass es zu kurz ist. Hat er doch schon gedrückt. Naja, egal. Drücke ich halt nochmal. Ich höre irgendwelche Viecher. Ja, ich höre nicht nur welche, ich sehe auch eins. Direkt vor mir. Oh, das war knapp. Nein! Verdammt, falschen Knopf gedrückt. Ich muss auf deine Seite rüber. Ich muss auf deine rüber. Verdammt! Die Dinger fallen einfach nur runter und ich kann sie nicht aufsammeln. Oh, wow, au, au, au. Vorsichtig, nicht zu früh springen, sonst baumelt man so schön in der Luft herum. Isaac, wir sind okay. Wir haben Ach ja, Jagd. Beide. Gott sei Dank. Hör mal, wegen Robert. Ich verstehe einfach nicht, warum er versuchen sollte, dich zu töten. Er gab mir die Schuld für den ganzen Schlamassel hier. Er wollte unbedingt heim. Ich wollte unbedingt bleiben. Aber die Mission ist alles, was zählt. Du bist echt bescheuert, weißt du das? Ich bin für dich da. Und das meine ich ernst. Versuch da mal ein Seil zu klappen, ey. Dir helfe ich nochmal. Nee, ich glaube, das ist ein Bug. Ich kann meine Lebensenergie nicht auffüllen. Zeig mal. Du bist doch voll. Mir wird es nicht angezeigt, dass ich voll bin. Und ich kann die ganze Zeit auch noch Erste-Hilfe-Packs nehmen. Naja, vielleicht musst du mal wieder verletzt werden. Vielleicht ist dann. Vielleicht ist es. Oder deine Anzeige ist wirklich buggy, deswegen bist du auch immer gestorben, weil du nicht gesehen hast, wie viel Leben du hast. Möglich wär's. Ja, irgendwie stimmt. Ich muss mal in die Rig-Station. Okay, hier. Mein Anzug ist defekt einfach. Das zeigt meine Gesundheit nicht mehr richtig an. Die Munition wäre nicht schlecht. Gibt Danke. Aber keine. Doch, ich habe 2 Stück bekommen. Ja. Also 2x4 habe ich bekommen. Bei mir ist alles gut. Mein ich Anzug ist weiter. Defekt. Krieg keine Munition. Vielleicht liegt es daran, dass du versuchst, mich heimlich zu sabotieren, ne? Schon mal was heißt gedacht? Heimlich? Ich habe da überhaupt gemacht, da kein Geheimnis draus, dass ich dich sabotiere. Ich sag einfach Karma mal dazu. Und blöd, dass man diese Pickaxe. Nein. Wer sind die? Picken. Ja, was auch immer. Alter!
hey, vielleicht wenn meine Lebensenergieanzeige nicht mehr weniger wird, vielleicht nicht mehr mehr wird, vielleicht wird es dann auch nicht mehr weniger. Vielleicht bin ich jetzt unsterblich geworden. Ich bin einer von ihnen. Ich bin auch ein Nekromorph. Ja. Der Miska hat tatsächlich eine Rakete gerade überlebt. Hast du Spaß gehabt hier beim Rumballern? Ja. Ich hab mich hinten ein bisschen versteckt, ausgeruht, Beine hochgelegt. Ja, hast mich meine Munition verbrauchen lassen? Ich sehe schon. Ja, klar. Karma und so. Karma, ja, da müsstet ihr ja gleich auch was wieder erfahren. Nö, ich habe unseren Rücken freigehalten, also bitte, ja. Okay, dann gehen wir halt hier lang. Ich sehe Leuchten. So, oh, noch ein Suchrobot! Noch ein? Ja. Also noch einen erhalten. Oh, ein Scarf-Artefakt. Dann gib mir mal Deckung, während ich das hier lese. Persönliches Log Dr. Ramsay Bergerac. Die Soldaten im Basislager nennen es inzwischen die Schneebestie, als wäre es eine Art moderner Yetin. Die Beschreibung der Augenzeugen decken sich mit denen einer gefrorenen Kreatur, die wir an der Grabungsstelle Einrichtung 1 fanden und einer anderen, die wir in Einrichtung 2 oben auf dem Berg zusammensetzten. Es ist ein sonderbares Krustentier, etwas, das man eher bei einer Tiefsee-Expedition als bei einem Trek durch eine Eiswüste zu finden vermutet. Denn da dieses Exemplar überlebt hat und die anderen nicht, beweist, dass es extrem widerstandsfähig ist. Wenn wir etwas über diese uralten Wesen erfahren wollen, muss ich es mir genauer ansehen. So. Ja, so ein bisschen erinnert mich das dann allerdings so an Lost Planet 1 und 3, den dritten Teil habe ich zwar nicht gespielt, aber so ein bisschen erinnert das daran. Ich habe Lost Planet 3 kurz angespielt, die anderen nicht. Die, ja, und? Ich fand es jetzt nicht so dolle, muss ich sagen. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich kenne halt die anderen zwei Teile. Der erste hatte eine Handlung, war aber sehr, 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 sehr kitschig. Muss ich schon sagen. Und der zweite Teil, der war sehr auf Online eigentlich irgendwie ausgelegt. Gut. Und ich hab noch einen Aufzugabsatz gefunden, aber immer noch keine Winde. Alles okay? Bis jetzt schon. Wir sind jetzt beim Käfig. Es ist ziemlich gefährlich hier oben. Ich hoffe, ich finde bald deine Winde. Isaac, sei bitte vorsichtig. Warte. Ich will nicht Robert und dich am gleichen Tag verlieren. Danke. Ich glaube, da verlieren wir eher sie. Oh, hier ist ein Ripcore. Das hört sich gut an. Ein Ripcore? Ein Ripcore. Was ist ein Ripcore? Was kann ein Ripcore? Mal gucken. Erstmal hier. Der kann alles Kerne auseinandernehmen. Auseinanderreißen. So, hier erstmal unsere Ressourcen wiederhergestellt. Zack, zack, zack. Waffe herstellen. Ich schau mal hier kurz nach. Was ist eigentlich ein Ripcore? Nee, da können wir hier nichts ändern. Was ist das? Wo kommt denn der Ripcore hin? Stase-Hilfe. Achso, die brauche ich nicht. Die brauche ich wirklich nicht. Da packe ich lieber. Stase-Schüsse haben einen größeren Radius. Munitionshilfe. Ja, dann mache ich lieber Munitionshilfe. So. Ripcore. Okay, der ist eher auf Geschwindigkeit ausgelegt. Ein Tool mit schwebender Klinge für kurze Entfernungen. Hm. Nö, das brauche ich alles nicht. Hammonds schwerer Rahmen nur für obere Tools mit eingebauten Upgrades. Okay. Das ist doch alles blöd. Das bringt doch einem gar nichts. Ja. Diese ganzen Rahmen. Das ist voll unnütz, das Ganze. Also ich finde auch diese Mechanik, dieses Craften von Waffen, ist in dem Spiel nicht so gut umgesetzt. Also ist eine nette Idee, aber du kannst die Waffen nicht upgraden, du kannst nur andere draus machen. Das finde ich irgendwie voll langweilig. Das heißt, es ist überhaupt gar keine Motivation, daran rumzubasteln, weil die Waffen nicht wirklich besser werden. Außer du hast diese Upgrade-Platinen. Ja, das ist das Einzige.
Das ist das Einzige, was dann einem auch so ein bisschen Motivation gibt. So, ah, cool, eine Upgrade-Platine. Das fand ich in Teil 1 und Teil 2 war das wesentlich besser. Da konntest du die Sachen dann nämlich auch wirklich upgraden. So. Ich meine, es gibt wirklich eine Menge Waffen, das finde ich gut. Und wir haben, glaube ich, noch lange nicht alle ausprobiert. Nee, ich sowieso nicht, weil ich dann irgendwann zu dem Punkt komme, wo ich mir denke, ja, ich habe doch jetzt eine sehr gute Waffe, die sehr viel Schaden macht. Ich brauche jetzt keine andere. Oder keine weitere. Mhm. Ich habe schon ein bisschen rumprobiert und habe deswegen eine Menge Mistwaffen auch entdeckt. Nee, ich habe da einfach keine Motivation dahinter, weil... Mhm. Bringt ja einem auch irgendwie so offensichtlich nichts. Okay. Weiter den Berg hoch. Sehr gut. Wir benutzen... Abseilstation. Das ist eine Abseilstation, aber wir klettern nach oben. Dann müsste es doch eine Aufseilstation. Oh, oh. Ich kann nicht nach links springen, warum nicht? So, okay. Oh, okay. Wieso habe ich den Sprung jetzt nicht geschafft? Na, irgendwie ging das irgendwie nicht so richtig. Du musst erst bis nach ganz oben laufen, dass du den Sprung machen kannst. Gut. Nee, ich konnte springen, aber irgendwie, vielleicht hast du bei mir den Weg blockiert. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe da Stase gemacht, aber naja. Das habe ich noch hinbekommen. Aber jetzt wissen wir ja Bescheid. So, und auf ein neues. Hui! Das war fast daneben. Nein, ich schaff diesen Sprung hier nicht. Ich hab ihn auch nicht geschafft gerade. Und zwar drüben. Oh! Aber. Wow. Wieso schaffe ich den Sprung denn hier nicht rüber? Ich verstehe es nicht. Da waren jetzt beide Linien komplett blockiert, ne? Da war keine freie mehr. Kann man das kaputt schießen? Ich weiß nicht. Hast du es versucht? Ich habe einmal drauf geschossen, dass nichts passiert. Nur mit der Plasma-Cutter. Aber ich schaffe diesen Sprung einfach nicht rüber. Ich weiß auch nicht, was ich drücken soll. Ich schaue mir die Spalte jetzt nochmal an. Ganz ehrlich, da gibt es auch irgendwie keinen so konkreten Weg darüber. Ich versuch's nochmal einfach. Ich find's blöd. Weil es nicht funktioniert. Oder weil sie es vielleicht mit Absicht nur auf einen einzigen, keine Ahnung, einen einzigen Block gemacht haben. Mhm. Keine Ahnung. Na, vor allem, weil irgendwie beide Linien dann komplett blockiert waren und dann gar kein Weg mehr frei war. Ja, jetzt schaffe ich den Sprung hier nicht rüber. Nee, der rutscht bei mir immer wieder zurück. Ja, jetzt hat es mich erwischt, weil ich gar nicht gesehen habe, dass das was passiert ist. Ich schaffe diesen Sprung nicht rüber. Ich baue uns immer wieder zurück. Ich weiß nicht, was drückst du denn? L2 und dann in die Richtung. Ja, mache ich aber auch, aber irgendwie passiert. Also ich springe und dann prall ich ab und rolle immer wieder zurück. Ich verstehe das nicht. Also der größte Gegner an dieser Stelle hier ist die Steuerung. Es nervt halt auch, weil ich verstehe, ich weiß halt nicht, woran es wirklich liegt. Jetzt habe ich es geschafft. Das ist knapp. Au. Was passiert? Ich wollte zur Seite springen.
Da ist halt dieser Aufzug, ich wollte zur anderen Seite springen, ich bin von gegen den Aufzug gesprungen und war tot. Wir müssen einfach alles irgendwie in Stase versetzen, was da auf uns zukommt. Ja, aber müssen wir da nicht nochmal zurück, weil wenn man ein bisschen zu langsam ist, hängt ja der Fahrstuhl dann auf der anderen Seite. Deswegen weiß ich jetzt gerade nicht, was richtig und was falsch ist. Ich weiß es auch nicht. Ob das dann nicht zu schnell ist oder so? Ich meine, diesmal waren wir schon weiter als sonst. Okay, erste Stase. Ah, ich glaube, wenn unsere Seile sich verhaken, dann passiert das irgendwie, wenn du über mein Seil läufst. Na toll, jetzt schaffe ich schon wieder den Spring nicht. Stase! Ich schaff den Sprung schon wieder nicht. Ich schaff den Sprung schon wieder nicht. Und ich weiß nicht, wieso. Weil du bist von derselben Position gesprungen und du hast es geschafft. Wollen wir mal links und rechts vertauschen? Dass ich auf der rechten Seite starte, du auf der linken. Vielleicht läuft es dann ja anders. Ja, können wir ja versuchen. Hier kann man sagen, gut, dass es nicht wirklich so ist, dass wenn man das, dass man begrenzte Versuche hat, weil sonst wäre das echt scheiße, an so einer Stelle dann drauf zu gehen, einfach nur, weil man hier nicht so viele Versuche hat. Oh, mit einem Schuss beide getroffen. Ja. So, und ich... Okay, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt bleib ich hier hängen. Ja, jetzt geht's mir so. Ja. Das ist... Na toll. Also die rechte Seite kann das irgendwie nicht schaffen. Doch, ich habe es ja auch einmal geschafft. Aber es war blöd. Oder schwer, keine Ahnung. Also es liegt an der Seite, wo man startet. Das ist ja wahrscheinlich, weil das Seil dann irgendwie komisch hängt oder so. Muss mal kurz einen Schluck trinken. Wir haben dafür keine Zeit. Trink doch in der Pause, verdammt. Ja. Mensch. Das war wichtig. Ich hatte einen Frosch im Hals. Verhalte dich doch mal wie ein Mann, nicht wie ein Frosch. Essen Frösche Frösche? Ich weiß es nicht. Was? Also... Daneben. So, ich kann da ohne große Probleme rüberschwimmen. Ich hab's auch geschafft. Ich hab dich erwischt mit der Stase. Nein, oh, sorry. Nee, dein Partner ist gestorben, stand da. Ja, du bist rübergesprungen. Ich glaube, wir sollten diesen Aufzug vielleicht da lassen, wo also nicht stasen, sondern dann einfach nur später. Dann geht auf die linke Seite rüber und dann ist da die komplette linke Seite zu und man kann da nicht lang. Ja, aber wie soll man das denn machen? So, letzter Versuch in dieser Folge. Der blockiert einen doch so oder so. Ich dachte, man könnte dann, wenn er rüberschwingt, der Aufzug, dass man dann einfach wieder rüberspringen einfach muss. Und gut ist. Gut, dann lassen wir den Aufzug da machen, was er will. Siehst du, dann blockiert er jetzt nämlich die Seite. Okay, dann bleiben wir jetzt einfach hier und warten. Ah, nee, ach, der schwingt dann wieder rüber, verstehe. Wow, war das knapp. Nein, daneben. Siehst du das hier, meine ich. Oh, ich kann ihn nicht mehr stasen. Wie bist du denn jetzt gestorben? Na, hallo? Ich war eingeklemmt zwischen Fahrstuhl und Stein, der runtergefallen ist. Da war kein Platz mehr zum Ausweichen. Na gut, in der nächsten Folge versuchen wir es dann hoffentlich nochmal effektiver. Ich finde, das hat ganz gut geklappt. Man muss einfach nur öfters Stase drücken. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten und bis dann. Bye, bye. Tschüss.